Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Little Nightmares. Und gleich mal vorneweg, ich habe es jetzt im letzten Part noch nicht erwähnt. Schlicht und einfach, weil ich es noch nicht konnte. Weil, ganz kurz zur Info, ich nehme immer donnerstags die Videos auf. Da kommt dann aber auch, also von Little Nightmares halt. Und da ist es dann so, dass die Parts eine Woche im Voraus kommen. Das heißt, das Video, was ich heute aufnehme, kommt erst nächste Woche Freitag raus. Deswegen konnte ich noch nicht wirklich was dazu sagen, schlichtweg, weil ich es noch nicht wusste. Und zwar wurde sich in den Kommentaren nicht direkt beschwert, es wurde halt als Tipp gegeben, vielleicht, weil die Kamera doch ein bisschen raussticht und es ist mir selber auch schon aufgefallen, dass man da vielleicht irgendwas machen könnte bezüglich Belichtung. Ich bin dann auf die Idee gekommen, vielleicht schwarz-weiß zu machen. Und Celine hat dann noch die Idee gehabt, dass da ein bisschen was einfadet. Also, dass der Rand nicht so extrem scharf aussieht nachher. Ich weiß es noch nicht genau, wie es aussieht. Ob es in dem Video noch so ist wie im vorherigen Video oder nicht. Keine Ahnung, da lasse ich mich mal überraschen. Ist noch so ein bisschen alles in der Findungsphase. Aber ich habe ein bisschen rumexperimentiert und ja, ich finde, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen, aber mal gucken, was die Reaktion darauf ist. Gut, das nächste ist, ich habe einen Mini-Spoiler bekommen. Also ich war schon mal so weit, schon mal richtig, dass sobald ich dieses Teil hier nehme, dass dann die Post abgeht. Aber anders als ich erwartet hatte, kommt nicht die Lady, die uns hier Probleme machen wird, sondern wer anders, von dem ich schon gehört habe. Aber ja. Ja. Deswegen würde ich sagen. Eieiei. Willst du mich jetzt verarschen? Bin ich jetzt ernsthaft gerade so random gestorben? Was hätte ich jetzt tun? Hä? Okay, ich kann hier hoch. Aber die Statue kann ich doch niemals mitnehmen. Wie soll ich denn das machen? Ich wollte die eigentlich da nicht reinstellen, ne? Nur mal so. Ich wollte die eigentlich mit nach unten nehmen. Hat aber irgendwie nicht so funktioniert, wie ich wollte. Okay, ich muss mich zum Glück nicht bücken. Mann, beweg dich doch. Scheiß Auge. Bist du mir gar nicht nervig oder so? Moment mal, da ist ein Knopf. Den sicherst du jetzt. Okay, ich habe gar nicht gesehen, dass die Tür zu war.
Ich lass mal das Teil da liegen erstmal. Die Stimmung macht's halt nicht besser zu wissen, dass hier überall Statuen sind. Alter. Dich habe ich gesehen gerade. Alter. Zum Glück bin ich schon direkt instant auch drauf gekommen, was ich machen muss gegen die Gegner. Also das hat man mir zwar auch gespoilert, ja. Aber ich bin selber drauf gekommen, also ich hätte da nicht mal einen Spoiler gebraucht. Wenigstens das. Wenn ich schon gespoilert werde, aber ich muss schon sagen, das ist schon creepy. Das Ganze hier. Ich wollte nur einmal den Weg ableuchten. Oh Gott. Aber nochmal zum Thema von vorne zurückzukommen. Ihr dürft mir auch gerne andere Tipps noch reinschreiben, was die Facecam angeht. Ob sie es so lassen soll, wie es bisher immer war, also ganz normal halt beleuchtet. Oder mit Schwarz-Weiß. Das ist mir tatsächlich relativ egal. Ich muss es halt nur wissen, ne? Wollte gerade sagen, halt dich fest. Ah, das war gerade. Natürlich niest jetzt mein Vater da unten. Ich weiß jetzt nicht, ob er uns gehört hat oder nicht. Wenn doch, sorry dafür. Oh Gott, ich habe echt Panik, ne? Weil ich habe keine Ahnung, wann es losgeht. Aber ich vermute fast schon, wenn ich die Statue reingelegt habe. Oder auf dem Weg noch dahin. Eine Sache, die ich aber vorher mal machen möchte, auf jeden Fall. Ah, da unten sind wieder alle Lichter an, okay. Ach ja, und es ist nun mal was gesagt worden, beziehungsweise Celine hat mir den Tipp gegeben, weil es dafür ein Achievement gibt. Das werde ich mir natürlich auch noch holen. Da wäre ich niemals im Leben drauf gekommen, ohne Witz. Ihr seht schon, ich habe viel mit Celine geredet darüber, über das Spiel. So, jetzt bin ich zwar hier. Nur was bringt's mir, ist die andere Frage. Spontan hätte ich gesagt, ich muss die da herlegen und dass die Tür nicht zugeht. Aber irgendwie, das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Nee, warte, damit schmeiße ich das ja nur. Ich weiß es noch nie, ob mir das jetzt irgendwas gebracht hat.
Weil ist ja im Prinzip egal, es ist eine Statue so. Also ich habe mich nicht spoilern lassen, wie es storymäßig weitergeht. So, ich weiß halt nur so zwei, drei Kleinigkeiten. Ich habe jetzt halt echt keine Ahnung, ob das jetzt irgendeinen Unterschied macht, dass ich jetzt die Statue hier habe. Und ob es das überhaupt einen Sinn macht, die mit hierher zu nehmen. Aber hier wurde wieder geredet. Finde ich nicht witzig. Was war nochmal da oben eigentlich? Gab's da nur eine Flasche oder sowas? Gab's überhaupt irgendwas? Maximal vielleicht ein Kronleuchter. Au, wenigstens bin ich nicht gestorben. Okay. Ja gut. Da geht's also scheinbar nicht weiter. Dann muss ich doch in die untere Etage, auch wenn ich da überhaupt nicht hin will eigentlich. Aber gut. Die Musik da unten von der Lady, die macht's halt irgendwie nicht besser, wenn ich ehrlich sein soll. Und dass hier gerade gespeichert wurde, macht's auch nicht besser. Okay, lol. Das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Dass es da Einkerbungen gab, das habe ich halt Real Talk nicht gesehen. Okay, also es muss doch eine Möglichkeit geben. Ich habe zuerst gedacht, dass ich vielleicht mit dem Teil hier halt irgendwie arbeiten muss. Aber irgendwie. Ich verstehe halt nicht, was ich hier machen muss. Also ich muss doch irgendwas da hinstellen oder hinschieben oder so. Gibt's hier irgendwas? Da ist halt echt nichts. Oder habe ich irgendwas übersehen? Weil zur Lady muss ich ja auch noch irgendwie hinkommen. Weil die hat ja einen Schlüssel. Und ohne den Schlüssel, ich nichts komme durch. Wobei ich mich jetzt gerade noch eine Sache frage. In dem Raum gab es doch noch mal was. Also hier, da hinten, da gab es doch auch noch mal eine Tür. Die geht da bestimmt nicht auf, oder?
Ich habe keinen Plan. Ich glaube, ich muss mir wirklich noch mal die komplette Gegend ein bisschen genauer anschauen. Weil ich komme so irgendwie nicht auf die auf das Rätselslösung. Weil ich muss eigentlich irgendwas da haben, dass die. Dass das Auge mich vielleicht sieht, ja. Aber mich jetzt nicht umbringt, sage ich jetzt mal. Ne, da komme ich nicht hoch. Bringt mir das irgendwas? Das wäre jetzt ein heftiges Detail. Also ich glaube es jetzt nicht, dass es mir was bringt. Wenn ich das Auge jetzt hier drehe, dass es hier mich nicht anschaut. Ich weiß nicht, ob das überhaupt machbar sein soll eigentlich. Also bestimmt, sonst würde ich es nicht machen können. Dahinter geht es ja bestimmt weiter dann zum Schluss. Ach was, das war sogar vorhin falsch, was ich gemacht hatte. Ach so. Kriegst du es auch nicht mehr raus, ne? Nee. Ja. Wie komme ich weiter? Oder muss ich wirklich irgendwie an diesen Schlüssel da vorne ran? Boah, ich hoffe nicht, ne? Ich wüsste ja nicht mal wie. Never ever kriege ich das hin. Never ever, egal mit was. Die Lady muss da vorher weg. Da komme ich niemals hin, wenn die da ist. Nicht mal ansatzweise. Wie soll ich denn das hinkriegen? Das Auge hier, das verwirrt mich. Das macht mich schon fertig. Ich kann nichts machen hier. Das geht nicht. Hallo. Bitte reinstellen, danke. Ich habe jetzt keinen Bock hier zu sterben.
auf dem Boden ist alles voll mit dieser schwarzen Flüssigkeit. Hier brauche ich auf jeden Fall später den Schlüssel. Aber ich komme niemals dahin. Das bringt mir halt auch alles nichts. Da kletterst du mal hoch, bitte. Ich muss es nochmal ein Stück weiter verschieben. Sonst blickt das nicht. Obwohl ich ja vorhin da schon oben war. Ich bin ehrlich, ich bin kurz davor, Selina anzurufen, weil ich habe echt null Ahnung, was ich machen muss gerade. Wow. Was ein unnötiger Tod. Wobei eine Sache, was ich mal machen kann, ich versuche es jetzt einfach mal, wäre mehrere Bücher da hinzulegen, dass das Teil nicht komplett nach unten geht. Es muss ja nur so groß sein, dass ich theoretisch unten durchkomme. Das wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Die ich ja mal austesten kann. Ob es klappt, ist eine ganz andere Sache, aber ich versuche es einfach mal. Weil was anderes würde mir halt wirklich nicht einfallen. Okay, ich kann aber auch nicht alle Bücher in die Hand nehmen, fällt mir gerade auf. Kann wohl nur ein paar Bücher mitnehmen. Ah, ich kann sogar rennen mit den Büchern, sehr schön. Muss ich nicht immer so laufen. Ich meine, ob es klappt oder nicht, sehen wir dann gleich spätestens, wenn die Bücher einfach wegfliegen. Okay, das ist wohl scheinbar nicht das Rätsels Lösung. Weil die Bücher wurden einfach nur ineinander gebackt. Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, selbst wenn ich nachher den Schlüssel bei der Lady habe, wie komme ich da weg? Ich werde jetzt wirklich mal Gebrauch vom Telefonjoker machen, in der Hoffnung, dass es klappt diesmal. Ja.
Gesprächspartner ist... Irgendwie habe ich kein Glück dabei, wenn ich Celine anrufen will. Ich habe hier nochmal eine andere Vermutung, dass es hier vielleicht Bücher gibt, die man noch reinschieben kann irgendwo. Aber es muss ja einen Grund geben, warum da vorne so ein Loch ist, so ein Buchloch quasi. Da geht aber auch nur ein einziges Buch rein. Kann man hier vielleicht irgendein Buch noch rausnehmen, das hier vielleicht falsch einsortiert wurde? Da geht nochmal eins rein. Und da könnte... Warte, ist glaube ich das hier, ne? Es hat sich was getan. Irgendwas hat sich getan. Mir fehlt jetzt nur noch ein Buch irgendwie. Glaube ich zumindest. Also irgendwas hat sich auf jeden Fall getan. Ich weiß nur nicht genau was. Das kann ich aber auch nicht mehr rausnehmen. Das heißt, das Buch ist fest da drin. Ich weiß, welches Buch das ist. Das ist das Buch, was da oben ist. Oh mein Gott. Ich muss echt sagen, ich habe jetzt eine Ewigkeit rumgesucht. Ich bin dann irgendwann mal hier in den Raum reingegangen, weil ich halt wirklich nicht wusste, was ich sonst machen soll, anderes. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie lang der Part jetzt insgesamt nachher wird. Schon runterwerfen, bitte. Vielen Dank. Also dann war ich vorhin mit meiner Vermutung, wo ich das Buch runtergeworfen habe, eigentlich gar nicht so falsch, ne? Okay, wenigstens nicht gestorben. Wenn man springt, ist es wohl scheinbar die Höhe erreicht, aber davor geht's wohl. Ja, aber das ist böse. Wie willst du denn da drauf kommen? Da muss dann dieses Buch da rein. Okay, es hat sich geöffnet. Hi, Schatz. Du hast mich angerufen, es tut mir leid, ich war gerade. Alles gut. Ich muss sagen, ich war jetzt vorhin wirklich sehr verzweifelt, weil ich keinen Plan hatte, was ich machen muss bei Little Nightmares. Ja, wo bist du? Moment, ich wollte es gerade erklären. Dann
bin ich jetzt nochmal eine Ewigkeit rumgelaufen, nachdem ich absolut keinen Plan hatte, weil ich habe die erste Figur habe ich jetzt reingestellt, da wo es hin muss, in den Sockel. Da ist danach die Figur dann nach oben gegangen. Da habe ich festgestellt, ja, ich brauche nochmal zwei. Die eine bei dem Raum, wo die Decke von oben nach unten kommt. Und die zweite habe ich keinen Plan, wo die ist. Jetzt bin ich gerade nochmal in die Bibliothek gegangen und habe jetzt gerade durch Zufall festgestellt, da kann man ja Bücher reinschieben und habe das jetzt gerade auch gelöst, gerade in dem Moment, wo du angerufen hast. Ach so, ja, wegen dem Raum, wo die Decke nach oben unten geht. Die Statue, die du unten stehen hast, Ja. ich habe eine kurze Frage, ist die aus Holz? Nee, da sind keine Holzstatuen. Ah, ich weiß gerade nicht wo, aber eine der Statuen, die ist nämlich nicht so wie die anderen, die ist nämlich aus Holz. Der Raum, wo die Decke von oben nach unten geht, da musst du die in das Loch da reinstellen, wo die Statue drin steht. Und die richtige Statue, die da drin steht, musst du runternehmen. Ja, okay, und wo ist diese Deswegen. Holzstatue? Das ist halt das Problem, weil ich finde halt wirklich gar nichts. Ich glaube, das müsste ja. Ich glaube, entweder das ist die hier mit dem Bücherregal oder die, die du unten stehst. Also eine auf jeden Fall, die ist nicht so wie die andere, die ist wie die anderen beiden. Die müsste, glaube ich, aus Holz sein. Ich weiß nur gerade nicht, welches. Es ist eine Möglichkeit. Das ist Okay. das einzige Rätsel, wo ich selber meistens nachschauen muss. Alles klar. Ja gut, okay. Also es gibt auf jeden Fall eine Holzstatue, die ich dann mitnehmen muss. Okay. Also mein ursprünglicher Gedanke war auch, dass ich da eine andere Statue reinstellen muss. Aber wenn die unten im Sockel hochgegangen ist, dann müsste es, glaube ich, nicht die sein, sondern dann müsste es jetzt die beim Bücherregal sein, glaube ich. Hoffe ich. Doch, Okay, müsste die sein. dann nehme ich dann quasi da eine Statue raus und stelle die dann unten rein. Aber da fehlt mir ja trotzdem nochmal eine. Weil ich brauche ja drei Statuen. Aber, ja, warte, ich muss gerade nachdenken. Also ich weiß, es gibt noch einen Schlüssel, aber da komme ich beim besten Willen nicht ran. Wo ist der? Bei der Ich schreib's auf. Lady direkt nebendran. Da komme ich nicht ran. Das habe ich schon drei, vier Mal versucht. Sobald ich ein kleines bisschen zu nah an der Lady bin, dann entdeckt die mich. Ja, der kommt da später. Der kommt später. Ja, das dachte ich Wenn, mir schon. Das ich sag dachte mal ich. so, Das beruhigt mich Lichter aus gerade. sind. Das beruhigt mich gerade wirklich enorm, muss ich sagen. Ich weiß noch gar nicht. Du hast ja, glaube ich, oben. Also, sagen wir mal so, das hat ja so. Der Raum hat ja drei Etagen. Naja, der. Einmal unten ja die Etage, dann die, ich sag jetzt mal, mittlere Etage, auch mit der Bibliothek. Und dann die obere Etage mit. Mit dem dunklen Raum, mit den Bilderrätseln und so. Das habe ich ja schon gemacht. Ja. Das Bilderrätsel habe ich schon. Ich glaube auf der an. Nee, da war das Schloss. Scheiße, ich weiß gerade nicht, wo die dritte Statue ist. Es tut mir wirklich leid, da müsst ihr gerade selber nachdenken. Okay. Also wenn ich den Raum. Ich habe den Raum vor mir, aber ich weiß gerade nicht, wie man da hinkommt. Scheiße. Ja, gut. Einfach ein bisschen rumschauen. Irgendwo wird das schon sein. Ja, Auf jeden gut. Fall, irgendwo müsste, glaube ich, auch ein. Nee, eine Flasche war da, glaube ich, nirgendwo drin. Nee, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Tut mir leid. Alles gut, alles gut. Ich muss nur sagen, ich nehme jetzt halt schon 51 Minuten auf, deswegen, ja. Ich schaue dann halt mal weiter. Okay, gut. Okay, aber das war mir auf jeden Fall schon mal eine große Hilfe. Danke dir für den Rückruf. Gern geschehen. Ich habe gerade auf mein Handy geschaut, weil das Ding ist, ich schaue auch die ganze Zeit schon auf mein Handy, so, weil ich weiß ja, dass du dann am Donnerstag meistens aufnimmst. Und das Ding ist, ich schaue die ganze Zeit auf mein Handy und ich denke mir so, ja, der ruft ja wahrscheinlich jetzt gerade nicht an und so. Deswegen, ich bin dann kurz ins Bad gegangen, kam gerade wieder und dann sehe ich so verpasster Anruf, wo ich mir denke so, nein, nicht schon wieder, nein, nicht schon wieder, ich will nicht schon wieder angemeckert werden. Ich will nicht schon wieder, dass die Leute sagen, ich bin ein schlechter Telefonjoker. Alles gut. Okay. Also dann. Danke auf jeden Fall für die Hilfe. Gern geschehen. Ciao. Wenn du sonst irgendwo Hilfe brauchst, kannst du mich bei jedem Raum fragen, nur bei denen nicht. Ich bin da selber im Ja Kopf raus. gut, ja gut. Ich denke halt, das wird das Finale sein, deswegen. Ja, also ein bisschen kommt da noch, aber Ja, denke ich mir. deswegen, also tut mir leid, bei den Raum bin ich komplett raus da. Okay, gut auf jeden Fall, danke für die Hilfe. Gern geschehen. Jo, bis dann, ciao.
Das war meinem Controller gerade zu lang. Ja, gut, okay. Wir haben es gehört. Ich hoffe, das von der Lautstärke war es jetzt nicht zu laut. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, da ist die Holzstatue. Okay.